Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum heutigen Thema die Lebenserwartung bzw. die unterschiedlichen Sterbetafeln. Eine pauschalnotierte Unterstützungskasse ist für viele Unternehmer ohne Rentenzusagen gar nicht denkbar. Rentenzusagen bieten absolute Flexibilität. Im Kollektiv ist das Sterblichkeitsrisiko greifbar oder das Langlebigkeitsrisiko. Und es hat einfach den ganz großen Vorteil, die Liquidität, die fließt langsam ab. Wir haben hier verschiedene Lehrvideos, mit welchen Rentenfaktoren soll man arbeiten, warum die Renten 3 bis 5 Mal so hoch sind und so weiter. In diesem Video möchte ich einfach kurz erklären, wie die durchschnittliche Lebenserwartung ist, was man von dem ganzen Thema Lebenserwartung, Sterbetafeln der Versicherer, Rentenfaktoren überhaupt halten kann. Und hier eine ganz aktuelle Meldung vom Statistischen Bundesamt vom 15.12.2015. Da wird einfach geschrieben, dass in den letzten 10 Jahren ist die Lebenserwartung um fast 2 Jahre auf 78,1 Jahre gestiegen. Also jedes Jahr ungefähr um zwei Monate. Aber entscheidend, wir haben derzeit eine durchschnittliche Lebenserwartung von 78,1 Jahren. Und wenn Versicherer mit Rentenfaktoren von 30 rechnen, das heißt 67 plus 30 Jahre ohne Zins, müsste der Mitarbeiter schon 97 werden und überhaupt sein eingesetztes Kapital zurückbekommen, sieht man schon, wie ja, sehr unfair das Ganze ist und wie hier Wetten auf den Tod abgeschlossen werden, die eigentlich nur einer der Versicherer gewinnen kann. Also hier einfach nur vom Statistischen Bundesamt, ganz wichtige Zahl, Durchschnittslebenserwartung derzeit 78,1 Jahre. Ich möchte mal noch tiefer einsteigen und Ihnen mal Sterbetafeln aufzeichnen. Statistische Bundesamt unterscheidet immer Männer, Frauen. Frauen werden in der Regel etwas älter, hier um die 5 Jahre älter als Männer. Männer sterben 5 Jahre durchschnittlich früher als Frauen, 4 bis 5 Jahre irgendwo in der Richtung. Man sieht auch natürlich, je älter jemand ist, desto höher ist letztendlich seine Lebenserwartung. Ganz einfach, weil der 50-Jährige mit 45 keinen Herzinfarkt mehr haben kann und mit 30 oder 35 auch nicht mehr mit dem Porsche am Baum fahren kann. Das hat er alles schon hinter sich, die Zeiten. Sie steigt. Die Mathematiker sprechen hier von der aktuellen Unsterblichkeit. Also je älter desto werden, desto höher steigt eigentlich ihre Lebenserwartung. Also hier bewegen wir uns wieder um den 78 Jahren irgendwo. Je nachdem, wie alt einer ist im Durchschnitt, natürlich die Eltern haben wir tendenziell höhere. Heubeck hat dann aus seinen Generationentafeln etwas höhere, aber immer noch einigermaßen mit hier kompatible Lebenserwartung. Interessant, und darauf möchte ich Ihnen hinweisen, ist DAV, die deutschen Aktuare in ihrem Verband, was legen die für Sterbetafeln, die Versicherer, zugrunde. Und ganz spannend hier, wir haben hier Sterbetafeln für Kapitaltarife. Also wenn einer jetzt verrentet wird, wie lang muss die Rente reichen, was lege ich da mal für Sterbetafel zugrunde? Da werden halt die Leute schon ja, 95, 91, 95 Jahre alt. Wenn ich aber sage, wir haben einen Risikotarif, wann sterben dann die Leute nach den Versicherungen? Dann sterben sie natürlich 22 Jahre, 21 Jahre durchschnittlich früher. Dann versterben sie nur mit 72, 79 und so weiter Jahren. Man sieht also, je nachdem, ob die Versicherung ihr Risiko, dass sie irgendwo ja, eine Todesfallleistung zahlen muss, kalkuliert, oder ob sie ihr Risiko kalkuliert, dass sie Renten zahlen, liegt hier gut 21, 22 Jahre dazwischen. Also je nachdem, wie die Versicherung kalkuliert, sterben die Leute 20 Jahre, 21, 22 Jahre früher, als wenn man zum Beispiel hier von Todesfalltarifen, das heißt von Risikotarifen ausgeht. Da sieht man schon, wie viel Politik in den Tabellen steckt. Verlässlicher sind hier wirklich das Statistische Bundesamt, und es geht halt einfach von Lebenserwartungen hier um die 80, 81, 82 Jahre aus. Und um das nochmal in Zahlen zu bringen, wenn ich einen Rentenfaktor von 15 ansetze, dann habe ich ohne Zins reicht das angesammelte Kapital 67 plus 15, also bis zum 82. Lebensjahr im Durchschnitt.
Und da komme ich jetzt schon sehr gut hin. Kommt noch nicht darauf an, ob ich reine Frauen- oder Männertarif habe oder halb-halb gemischt. Aber Rentenfaktor 15 und 82 Jahre ist hier einfach sinnvoll. Glaube ich, meine Leute werden älter, nehme ich einfach 16 oder 17. Aber ich bin immer noch bei fast den doppelten Renten wie die Versicherung, die das geringere Kapital nicht durch 15 oder 16 oder 17, sondern durch 30 teilt. Das Ganze wirklich als Chance sehen, als Chance auch zum Gestalten und dann auch letztendlich interessant die Finanzierung durch den langsamen Kapitalabfluss. Ja, und damit bedanke ich mich auch wieder für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den anderen Lehrvideos.